So oder so, was ist schon jüdisch, lautet der Titel der ersten Eigenproduktion des Stella-Theaters in Wien. Wo einst Größen wie Stella Katmon und Peter Hammerschlag wirkten, feierte die frisch renovierte und im Herbst 2024 neu eröffnete Spielstätte unter dem Café Brückel am 7. November die Premiere ihrer jüngsten Bühneninszenierung. Gerne, was das ist. Was das ist? Ja, was ist das eigentlich? Was? Jude. Ich höre überall Jude, Jude, Jude und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ausgehend von der Frage, sind Sie Jude, entspinnt sich eine hitzige Diskussion zweier Nachbarn im Treppenhaus, die sich bis dahin kaum kannten. Mit viel Witz und Humor und ohne erhobenen Zeigefinger werden die unzähligen Vorurteile und Binsenweisheiten über Beschneidung, Essensgewohnheiten und anderes mehr widerlegt. In der österreichischen Erstaufführung, nach der komödiantischen Farce mit dem deutschen Titel Entweder-Oder von Jean-Claude Grumberg, spielen Intendant Christoph Schobesberger und Georg Kustrich das launige und zugleich liebenswerte Duo. Vorstellungen von So oder So stehen bis 6. Februar 2025 auf dem Spielplan. Alle Infos gibt es unter www.stellatheater.at. Es wäre besser, mit denen von Eingang B zu verhandeln, da sagen ausgerechnet Sie. Ja, warum nicht? Das ist ja die Höhe, das toppt ja alles, was mir dieses Jahr zu Ohren gekommen ist. Und was sagt denn der vom Mezzanin links? Wir gehören zu Eingang A, also unterstützt er uns. Gut, und die Hausverwaltung? Kann ich mal! Der Erste, der unsere Briefkästen auch nur anrührt, dem schlage ich den Schädel ein. Kapiert? Kapiert? Auf Wiedersehen! War mir wirklich ein Vergnügen. Seit wann wohnen Sie eigentlich hier im Haus? Seit 9 Jahren. Ich bin hier geboren und wissen Sie, wie Eingang B damals hieß? Nur für Personal! Und tschüss!